zur Not musst du jetzt mal schnell auf Tag umschalten, falls es besser ist für dich. Ja, gleich. Eigentlich hätte ich jetzt gern schon Tropenholz, ehrlich gesagt. Weil dann würde ich das ja alles ziemlich einheitlich aussehen lassen. So, dann machen wir hier. So, warte, ich bin gleich wieder voll für dich da, glaube ich. So, jetzt schauen wir mal. Ich hoffe, das passt von der Höhe her dann. Dass ich da durchkomme. Natürlich nicht, also muss noch eins weg. Okay, das ist natürlich dann. Okay. Das geht auch noch. Dann würde ich die. Ja, nee, jetzt muss man wieder erst anfangen. Okay, nee, so Tropenholz hättest du gerne. Ja, so streckenweise finde ich das. Kannst du auch bei mir ins Haus mal schauen, in der einen Holztruhe? Die untere müsste Tropenholz noch mit sein. Da sind auch noch ein paar so feste Holzstücke, wo du die noch verarbeiten kannst in Tropenholz. Okay, guck ich gleich mal. Also sollte noch ein bisschen was sein. Okay, immerhin ist hier dann erstmal so. So, aber so reicht's auf alle Fälle, jawohl. Sehr gut. Jetzt erstmal zum Ausmessen. Boah, jetzt sind wir gerade so ruhig. Entschuldigung, Bauphase, ihr wisst, ne? Okay, dann heißt das. Hier ist Ende, so, hier können wir dann runterbauen. Alles klar, ich habe einen Plan. Dann machen wir uns hier weiter nach unten auf. Die Welt wird also einen besseren Ort. Schon wieder? Ich hoffe ich doch mal. Also es wäre schön, wenn es klappen würde. Habe ich noch meine. Ja, ich habe noch meine Leitern dabei. Hey! Die wird Leitern. Hui! Was machst du mit Leitern? Ich klettere daran rum. Genau. Okay. Achso, halt, da kann ich ja dann hier. Ich bin so ein Held, ich sollte auch mal mein Hirn einschalten. So ab und zu. Finde ich auch. Nee, eigentlich nicht. Doch, wirklich. Da läuft die Platte nur heiß. So, einmal Gobbel einlagern. Kriegen wir eh wieder genug, ne? Eingang wirklich aus Gobbel? Weiß ich noch nicht. Also den Kobbel habe ich halt hatte ich nur hergenommen erstmal als so praktisch Beispielmaterial. Wie gesagt, ich bin mir noch unsicher. Okay. Material kann man ja später nochmal tauschen. Da geht es jetzt gerade erstmal nur um eine Idee. Okay. Genau. Nö. Ich weiß nicht, was für eine Idee, aber ich werde es sehen. Ist doch eine Höhe, eigentlich. Da. Achso. Hat mal Licht, so, dankeschön. Kein Thema. Ein Fackelchen, dann läuft das wieder. So, das haben wir dann hier. Das können wir weghauen hier unten. Da müssen wir schauen, wie weit ich den Raum in die Breite ausweite. Ja, natürlich, da war eine Fackel dran. Das war meine Lichtquelle gerade, die ich gerade mit weggehauen habe. Moment hier. Ich liebe es. McDonald's, badabababa. So, Schleichwerbung für heute ist wieder erledigt. Ja, kriegen wir wieder kein Geld für, weißt du doch. Ja, stimmt, das muss man öfter sagen. Damit wir Geld kriegen. Ich meine natürlich. Nein, wir kriegen kein Geld.
weil wir so arm sind. Nein, eigentlich genau. Nicht. Also, dich haben wir, dich haben wir, jawohl. Jawohl, jawohl, das ist ja so toll. Sagst du, ich glaube nicht. Wie weit geht der Berg eigentlich nach hinten? Nicht, dass ich mich jetzt hier irgendwie aus dem Berg rausgrab noch mit. Ja, wirst du hin. Kann ich dir auch nicht sagen. Ich bin aufgeregt. Vielleicht bin ich gleich durch den Berg. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Weil ihr euch durch den Berg durch habt und das Licht und die Sonne reinscheint. Während es Nacht draußen ist. It's magic. Bro. So, schauen wir mal. Wenn ich Bibliotheken baue, stehe ich auch immer total drauf, wenn da irgendwo noch so eine Geheimecke praktisch ist, wo man dann so zu den verbotenen Büchern kommen kann. Sowas kann man ja alles einbauen. Also eventuell, dass wir sowas dann nochmal mit reinbauen, weißt du, so ein bisschen so Redstone-mäßig. So von wegen, zieh am richtigen Buch und dann geht da was auf und da kannst du dann durch und dort findest du dann voll die verbotenen Bücher. Sowas wie, zum Beispiel die Bibel oder so. Was? Klar. Boah, ich habe gerade ein Achievement bekommen, technischer Fortschritt. Bei dem Thema Bibel? Nee, weil ich mir eine Steinspitzhacke gebaut habe. Ich habe gerade kein Eisen mehr da. Ja, auch die Bibel ist natürlich ein technischer Fortschritt. Also ja, genau. Aber wir sind gerade so ruhig teilweise. Ja, worüber wollen wir denn reden, Liebe? Gib mir ein Thema. Ja, das ist so das Problem beim Bauen und Reden, ne? Und ich lasse mich drüber aus über ein Thema. Da muss ich nicht reden, meinst du? Ja. Moment, das muss ich mal ganz kurz schauen. Was für ein Thema ich da habe, so? Ja, genau, ich habe hier so meine Themenliste. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Einmal im Ferienlager annehmen. Moment. Ja, nee. Ich weiß gar nicht, was gibt's denn im Moment so Neues? Eigentlich ja nicht viel. Wollen wir nochmal auf die E3 kommen? Weiß ich nicht. Von mir aus? Auf den ewigen Krieg zwischen Sony und Xbox, ich meine Microsoft. Naja, da gibt's ja inzwischen sogar Neuigkeiten, und zwar einiges. Also einiges, nicht unbedingt, aber einiges Weltbewegendes, sagen wir's mal so. Was da wäre? Was da wäre, dass dieser Online-Zwang endlich abgeschafft worden ist, den sie erst einführen wollten. Beispielsweise. Man kann auf einmal jetzt doch alles ohne Probleme tauschen, handeln, also die Spiele meine ich jetzt, ne? So Gebrauchthandel und sowas, das geht jetzt auch alles ganz plötzlich. Und klar, man kann ja nicht vor dem Konkurrenten praktisch dann zurückstecken. Wenn die das so machen, dann müssen die ja auch mitziehen. Ja, ja, natürlich, aber immerhin haben sie es eingesehen, also da sind doch einige Leute sehr froh drüber. Was man aber auch ganz ehrlich sagen muss, was wurde bei der Sony-Pressekonferenz damals eigentlich gefeiert? War es jetzt wirklich die Konsole oder war es wirklich eigentlich nur dieses, yo, Microsoft, ne? Wir schicken euch mal kurz ins Knie. Ja, das ist natürlich die Frage. Das war halt auch eher das, was gefeiert wurde, weil wie war es bei Sony, wenn mich nicht alles täuscht, gut, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht die Pressekonferenz, also ich habe die Pressekonferenz nicht gesehen, ich habe woanders ein Video dazu gesehen noch mit. Und zwar haben sie bei Sony, haben sie ja dann auch hier ihre Online-Gebühren. Bisher war ja dieses Sony PlayStation Network auch immer gratis. Wie es aussieht, wird das ja ab jetzt, also wird es dann ab der PS4 auch kostenpflichtig damit. Ja, zumindest so ein bestimmter Status, der da drin herrscht. Ja, diesen PlayStation Plus weiß ich nicht, ob das dann wirklich so allgemein, also ob das allgemein ist oder ob das nur für diesen PlayStation Plus dann ist, weiß ich jetzt nicht. Ja, also so habe ich das verstanden. Diese 5 $ Gebühr, was wahrscheinlich 1:1 umgerechnet wird auf 5 € Gebühr, sage ich jetzt mal. Ja. Die es dann monatlich wäre. Was ja im Augenblick bei PlayStation Plus ist, ich glaube im Augenblick ist PlayStation Plus ja teurer, allerdings hast du dafür auch Spiele gratis teilweise spielbar. Die kannst du dann runterladen. Und kannst gerade mal ein paar Spiele zocken. Ja, aber das sollst du angeblich wiederbekommen. Was bekommst du wieder? Ja, dieses gratis Zeugs. Achso, PlayStation Plus, ja, das werden die wahrscheinlich auch so weiterführen, wie sie es bisher gehandelt haben. Ja gut, also ich so. Muss sagen, bei PlayStation kenne ich mich halt immer nicht so richtig gut aus, ne, deswegen. Ja gut, ich habe ja eine PlayStation 3. Und von dem her ein bisschen was kenne ich da schon auch.
So, schauen wir mal. Das finde ich von der Breite her jetzt okay. Dann können wir hier so das lassen. Mache ich hier einmal dicht, hier einmal dicht. Warte mal. Da hätten wir, oder obwohl, wenn der, ja, das ist geil. Okay, ich habe einen Plan. Na, jetzt. Ne, auf alle Fälle, also wie gesagt, so PlayStation, die sind, wollen da ja anscheinend auch so ein bisschen was an Online-Gebühren oder sowas vielleicht noch mit dazu machen, weiß man nicht, weiß ich jetzt nicht so nicht genau. Ja, wäre ja nichts Neues, also Gebühren musst du ja fast überall bezahlen, aber okay, wenn sie es gut machen, dann habe ich damit auch immer kein Problem, das ist es eben. Es ist die Sache, wie das dann läuft, ne? Weil die PlayStation ist im Grunde alles soweit das eigene. Ich weiß halt nicht, wie es bei den Spielen ist. Ob das über PlayStation-Server läuft oder ob das über die eigenen Firmen-Server läuft von den Spieleentwicklern, sage ich mal. So das ganze Online-Zeug. Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist halt dann die interessante Frage, weil ansonsten fände ich es halt schon leicht unverschämt, wenn man dafür dann noch Geld verlangen würde bei Sony jetzt, ne? Von wegen, ja, hier, ne? Ihr dürft mit unserer Konsole online gehen und zahlt mal Gebühren dafür. Ja, das stimmt schon. Weil du hast ja schon deinen Internetanbieter im Grunde und alles mit hin und her, ne? Also es ist ja nicht so, als ob du nicht auch schon Gebühren dafür hättest, dass du überhaupt online gehen kannst, auch mit deiner PlayStation. Ich finde dieses ganze Online-Zeugs bei diesen ganzen Konsolen aber sowieso irgendwie nicht so cool. Ja, ich würde auch mit einer Konsole nicht online zocken wollen, muss ich auch sagen, aber... Es gibt Leute, die haben da Spaß dran, die spielen auch Shooter an Konsolen, was ich niemals machen könnte, ein Shooter an der Konsole. Ja, das stimmt. Das hatte ich, glaube ich, schon nicht. Mal, hatte ich ja auch schon mal erwähnt, Turok N64, das war ja, die einzige genau. Konsole, wo man Shooter spielen konnte. Alles andere, nee. Könnte ich auch nicht und ich weiß nicht, ich würde, oder für mich ist eine Konsole irgendwie einfach nicht das, wo ich sagen würde, jetzt setze ich mich davor und will mal gemütlich eine Runde online zocken irgendwie. Ja, ich kenne aber genug Leute, die dann auch online zocken, so FIFA und sowas ähnlich, also FIFA und ähnliches. Ja, ja, gibt es jetzt alles. Auch. Also wie gesagt, da will ich mich aber jetzt auch nicht so weit raushängen. Also ich meine, wer Spaß an der Konsole hat zum online zocken, solltest du auch gerne online spielen. Ja klar, dagegen sage ich auch gar nicht. Ich sage bloß, dass ich das eben nicht mag. Ja, meins ist es soweit auch nicht, muss ich auch sagen. Aber dafür habe ich mich inzwischen auch schon zu sehr zum PC-Kind entwickelt. Was jetzt online angeht. Ja. Weil normal. Geht mir ja ganz genauso. Ich war ja eigentlich das Konsolenkind, aber naja. War eben. War ja inzwischen ist der PC eher an als die PlayStation. Die ist inzwischen eher so ein DVD-Blu-ray-Player. Ja. Wobei ich werde mir wahrscheinlich auch eine PS4 kaufen. Nur also. Können wir online spielen. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie das dann mit dem Teil ist, was ich mir jetzt da bestellt habe, ob das dann auch die PS4 aufnehmen können wird. Ich denke mal schon. Ja, die Anschlüsse für den Fernseher und so weiter bleiben ja die gleichen. Naja, dann könnte man da auch schauen, vielleicht, dass wir da vielleicht was finden, was man auch zusammen zocken könnte mit. Weil da muss ich sagen, sind ja gerade so Konsolen, sind ja eher so die Multiplayer-Spiele, wo auch eigentlich was Gutes dabei sein kann. Also Multiplayer im Sinne von Koop meinen wir jetzt gerade. Ja, Multiplayer im Sinne von Koop, klar. Weil da muss ich sagen, ganz ehrlich, gibt es leider bei am PC jetzt auch nicht unbedingt die gute Auswahl. Und das waren ja so Sachen, was zumindest früher so gelaufen ist. So von wegen, man sitzt beisammen und so. Hast ja heute eigentlich nur auf der Wii. Ja, genau. Also heutzutage haben die Gamer ja auch keine Freunde mehr, wie es früher mal war. Ja, ich hab zum Beispiel keine Freunde. Ich brauche auch keine Freunde. Ich hab meinen PC. Genau. Und Yuvi. Und Yuvi, der quasi im PC drin sitzt. Das ist mein PC, der Yuvi gehört irgendwie zum PC dazu, ich weiß nicht. Der wurde, glaube ich, mitgeliefert. Glaube ich zumindest. Ja, ich glaube auch. Ja, schauen wir mal. Wie weit muss ich da eigentlich noch gehen von der Tiefe her? Okay. So, da. Wie spät haben wir es denn? Oho. Sagt nur. Viel ja. Später als erwartet. Siehst du, vergeht die Zeit doch. Nee, also eventuell konsolentechnisch kann man da ja dann auch mal was so zocken oder so. Klar, keine Frage. Also das fand ich halt früher so cool an, als ich hatte ja immer nur eine PlayStation 2 maximal. Erinnere mich da jetzt hauptsächlich an PlayStation 1 Zeiten. Das fand ich damals eigentlich schon immer ziemlich cool, dass man sich dann da mit den Freunden hingesetzt hat oder die dann eingeladen hat zum Zocken. Jungs, kommt vorbei! Ich hab ein neues Spiel, das müssen wir mal ausprobieren. Ja genau, so in die Richtung ging's dann immer. Und dann ging's ab.
dann kommt wieder Mutti ins Zimmer. Jo, hier, ich habe euch ein paar leckere Kekse gemacht. Ja, genau. Und möchtet ihr ein Glas Milch? Wie man es halt so kennt von Müttern. Ständig kommen sie mit Keksen und Milch, ne? Man ist gerade dabei, seine Freundin klar zu machen. Auf einmal, ja, hallo Kina. Mama, ich bin hier. Keine Milch, nein, ich gehe dann mal wieder. Kekse? Nein, auch nicht. Was soll dieser mördlustende Blick? Ich bin einmal wieder weg. Tschüss. Tut mir leid. Da müssen sie genau in dem Augenblick, wenn du gerade dabei bist, da was zu starten, ne, so müssen sie dein Zimmer saugen. Genau. Ja, so sind Eltern. Ja.